Hallo zusammen! Auf eines meiner kleinen Videos hat mich Dirk Weiser angemailt und gefragt, wie ich denn an die Registrierung meiner Stücke rangehe. Ich kann euch das gerne einmal erklären. Ihr wisst, zunächst einmal speichere ich mir alle Einstellungen im Registrationsmemory ab. Mit dem Drücken dieser beiden Tasten gelange ich in diese Übersicht. Und wie ihr seht, habe ich mir da für die wichtigsten Buchstaben des Alphabets Ordner angelegt. In diesen Ordnern habe ich die Registrierungen für meine Titel abgespeichert. Also ich arbeite fast ausschließlich mit dem Registration Memory. Dann für mich immer der Grundsatz, weniger ist mehr. Bei den Rhythmen nehme ich in der Regel Variation 2, ab und zu mal die Variation 3 oder C, das sollte genug sein. Und für ein Stück benötige ich in der Regel auch nur 2, allerhöchstens 3 verschiedene Sounds. Möglichst dünn. Ich bevorzuge da klassische Instrumente wie Saxophon, Piano oder Gitarre. Ab und zu mal einen Sound einer ganzen Gruppe, beispielsweise Big Band Brass oder Big Band Saxophon. Ja, und wie ich an ein Stück rangehe, steigen wir da jetzt einmal ein. Als kleines Beispiel habe ich mir ausgesucht Something Stupid. Ist sehr bekannt. Dazu brauche ich einen Rhythmus. Den Rhythmus, den habe ich mir vorher ausgesucht. Den finde ich in der Gruppe Entertainer und zwar Schlagerfox, Variation 2. Das ist ein sehr schöner Wechselbass. In einem nächsten Schritt dünne ich diesen Rhythmus noch aus mit Channel On-Off, das heißt, ich schalte bestimmte Spuren stumm. Die Streicher sind mir zu aufdringlich. So bleibt eigentlich nur die Gitarre und ein dünner Synth-Sound übrig. Im Mixer kann ich jetzt die Gitarre noch etwas lauter schalten. Das Tempo etwas langsamer. Und diese Einstellung speichere ich mir sofort in meinem Registrationsmemory einmal ab. Memory-Taste, Speicherplatz 1, das ist jetzt gesichert. Im Original hören wir als Intro eine Gitarre, und zwar eine Konzertgitarre. Abspeichern. Den ersten Teil der Melodie möchte ich mit einem Saxophon spielen. Passt, das speichere ich mir jetzt auf dem Speicherplatz 2 schon mal ab. Und dann soll als nächstes das Klavier erklingen. Sehr schön gefällt mir jedenfalls in der Gruppe Piano das Ambient-Piano mit einem leichten Nachhall, mit Echo-Effekt. Und um das Ganze da etwas zu verstärken, möchte ich da die Akkordautomatik einsetzen, also die Harmoniefunktion. Und um da die Einstellung zu finden, hatte ich euch einmal gezeigt, direkt Access auf Harmonie klicken und schon habe ich die Möglichkeiten, mir die entsprechenden Typen für die Harmonie auszusuchen. Ich nehme mir Way Close 1, 4 Way Close 1 und das speichere ich mir auf meinem dritten Platz ab. So, auf dem ersten Platz. Passt. Das Klavier könnte eine Oktav tiefer sein, also rechts ein Oktav und nicht das Abspeichern vergessen.
So, und jetzt das Ganze einmal zusammenhängend. Ich aktiviere noch die Freeze-Funktion. Dann unterbrechen die Rhythmen nicht so mittendrin. Was es mit dieser Freeze-Funktion auf sich hat, das zeige ich euch gerne in einem späteren Video. Also Freeze-Funktion aktiviert und ich beginne mit meinem Gitarren-Intro. So wird das klingen. Und damit die Arbeit nicht umsonst war, nochmal in meine Registrationsbank. Ich suche mir meinen Buchstaben S aus. Und nun speichere ich mir das Ganze auf dieser zweiten Seite ab. So, da ist Save. S. Save. Und fertig ist mein Titel. Versuch's doch einmal selbst.